Hey, Mark. Amy ist da drüben. Sie ist echt dankbar für das, was du für sie getan hast. Wie wir alle. Komm. Hey, sieh mal, wer da ist. Hey! Mann! Hey, ich will dir was sagen. Yo, du bist jetzt einer von uns. Mikasa, Tsukasa. Er sagt, wir sind die nächste Generation, Mann. Yeah! Ja! Kanpai! Kanpai! Ach so, und urplötzlich ist die Party vorbei. Schade, ich dachte, er guckt sich unser Auto ja noch an. Ikonischer Schrauber sind wir. Wir sind jetzt eine Schrauber-Ikone. Ja. In so ein Leben träume ich, ey. Das wäre ein Leben für mich. Ich könnte in so einer Halle leben und pennen. Und alles. Und nur den ganzen Tag schrauben. Schrauben, schrauben, schrauben. Schrauben, schrauben. Ich könnte. Das echt, das wäre so ein richtig Traumleben für mich. Das ist Leben, von dem träume ich wirklich. Ohne Scheiß. So eine schöne Halle, alles drum und dran. Fette Autos zum Schrauben. Abends Partys. Und so. Ist doch, ey, traumhaft. Ohne Scheiß. Naja, ein Traum bleibt ein Traum, ne? Träume sind zum Träumen da. So, wir gehen mal gucken, was der Herr Bumsebiene dafür von mir will. Okay, du hast das 1x1 des Kopfanlockens bestanden. Jetzt musst du sie richtig provozieren. Fahre quer so oft es geht, damit sie sich richtig klein fühlen. Okay. Sind klein, die sind nix. Im Most Wanted, ey, hast du eine ganze Horde hinter dir gehabt damals. Ich frage mich, ob jemals wieder ein Spiel von oder Need for Speed so geil wird wie Most Wanted mit den Bullen. Und vom Tuning her so krass wie Underground 2. Underground 2 und Most Wanted zusammenpacken und du hast das ultimative Game. Das hier ist schon kein schlechter Anfang, aber kann immer noch nicht mithalten damit. Ist leider so, ne? Muss man echt jetzt mal sagen. So geil das Spiel ja sein mag, es kann nicht mithalten mit den anderen zwei Teilen da. Oder den alten Teilen auf jeden Fall. Hier Underground, Underground 2, Most Wanted und Carbon. Die besten Teile. Was Tuning und so angeht. Aber was soll ich machen? Na, selbst entwickeln kann ich nichts. Die waren die ganze Zeit schon, die ganze Let's Play über bis jetzt waren die Bullen kein Problem. Kein großes. Ich glaube nicht, dass sich das ändern wird. War da vorne eine Straßensperre? Ja, ne? Das war ja Wurstwasser. Ich glaube, den Outlaw zeige ich einmal schnell durch. Das hatte Style, Hombre. Ah. Hier wirkt gerade alles so tot. Ist der Server leer? Hier ist kein einziges Auto. Hm. Ich dachte, es wäre wegen mir, aber dann habe ich das Durcheinander gesehen. Es sind Cops, überall. Und Straßensperren. Total heftig. Sie jagen echt jemanden. Travis, bist du in der Nähe dieses Cop-Einsatzes? Nein, nicht wirklich. Siehst du, wo die Straßensperren anfangen? Wo sind die nicht? Sie haben in Downtown einen großen Bereich abgesperrt. Ich würde mich da fernhalten. Hm, was ist mit den Docks? Weiß nicht, hab's nicht bis in die Nähe geschafft. Gut. Alles klar. Treffen wir uns in deiner? Nein, ich muss erst was erledigen. Selbst schuld. Vergiss ihn.
Er benimmt sich schräg. Du meinst mehr als sonst? Okay, Neuer. Komm zu uns ins Diner, okay? Rob dabei? Na sicher. Okay, wir sehen uns da. Bis später. Ja, Starspinnen haben wir wirklich gesehen die ganze Zeit. Ach, hier sind sie ja wieder alle. Da fährt doch einer. Ah, der ist auf der Autobahn. So, trifft die Gang im Diner. Ja, warum nicht? Robin, wir kommen bald wieder, um dich zu besuchen. Ich denke mal, Outlaw wird am spektakulärsten. Das ist ja... Most Wanted, das ist ja das... Der Bereich von dem Auto eigentlich hier. Voll geil, wie die Turbo-Sounds gemacht haben. Bestimmt nur so ein Mathelehrer, der seiner Frau sagt, er muss zu einem Footballspiel. Ich was anderes gehört. Travis sagt, es ist ein russischer Typ mit sehr viel Geld und wenig Hirn. Oh, ein Freund von dir? Alles nur Gerüchte, Mann. Alle tappen hier im Dunkeln, besonders Travis. Nun, wer auch immer er ist. Oder sie. Oder sie wird hoffentlich schnell geschnappt. Was kümmert dich das? Weil die Leute Angst haben. Man gibt kein Geld aus, wenn man nervös ist, Mann. Kaffee to go. Hey. Ich hab's nicht vergessen. Ja, ich weiß Bescheid, glutenfrei. Genau, doppelter Belag. Oh Mann, da ist dein Mathelehrer ein total harter Killer. Oh Mann, was ist los mit uns? Hat uns echt der Mut verlassen, hä? Aber echt, Mann, du hast gar keinen. Ach wirklich, warum nervst du mich die ganze Zeit? Hä? Wen sonst? Was für ein Typ. Alles klar. Warum haben die Angst? Wovor? So. Ich bin echt gespannt, ob dieser Travis da der Outlaw ist. Oh, da sind wieder Bullen gehört hier. Ja, ich warte auf eine Nachricht. Das dauert immer so lange, ne? Was haben wir denn hier? Da haben wir schon 42%. Schreib mir doch mal. Oder sagen wir erst so. Robin, Schätzchen, fahren. Irgendwie kommt da nichts. Das ist bestimmt schon wieder dieser scheiß Bug. Pass auf, wenn wir in der Garage sind, kommt da was, oder wenn wir rausgehen. Jeder Fahr. Oder auch nicht. Eine Porsche, die können wir auch wieder abgeben. Fünf Minuten Verfolgung, haben wir schon mal gemacht. Dafür müssen wir erstmal wieder Bullen finden. So, was will der Babu? Komme einer 5-Minuten-Verfolgung mit 2000er Geldstrafe. Du musst entkommen!
Ist ja nicht schwer. Viel schwerer ist es, Bullen zu finden. Die sind einfach nie zu finden. Aber wir haben vorhin... Downtown soll ja was los sein. Müsstest nur wissen, wo, ne? Vorhin haben wir da Bullen gefunden. Gucken wir mal, ob wir diesmal wieder da Bullen finden. Polizei, hallo, guten Tag. Ja, geil. Ging ja schneller als gedacht. Die einfach nur verarschen kann hier, die Bullen, ne? Du kannst hier mit der ultimativen Schneckengang fahren und die kriegen dich nicht. Ihr Schadensmodell ist auch relativ begrenzt. Guck. In Carbon oder was wartet, hätten die schon auseinandergenommen, die Bullen. Ja, ich glaube, mein Schwein pfeift, ne? Ein Disco-Rauch da. Die sind so schlapp, die Cops, ne? Ohne Kack, den kannst du auf dem Fahrrad entkommen. Manchmal sind die voll übertrieben und du wirst sie nicht los. Aber meistens sind sie so wie jetzt. So, jetzt muss ich nur noch über 3 Minuten mit dem hier rumzappeln. Ein zweiter gesellt sich schon dazu. Epileptische Anfälle von mir. Guck mal, die schnappen mich höchstens, wenn ich so ein Fail hier mache, weil ich nicht aufpasse und mich irgendein Truck oder so wegkickt. Ja, einen fetten M3, ey. La. 2 Minuten dürft ihr noch mit mir spielen. Dann muss ich leider Knallgas geben. Vier Bullenwagen waren da gerade. Jetzt ist wieder nur einer hinter mir. Ich kriege doch gar nicht gebacken, mich mit mehreren Kartoffeln, wollte ich jetzt sagen. Polizeifahrzeugen zu verfolgen.
Wie ich hier die ganze Zeit am Rumgurken bin. Komm her! Okay, habt ihr gehört? Hey, reduzieren sie das Tempo vorhin, weißt du? Weil die nicht hinterherkommen. Haben die jetzt erwartet, dass ich die ganze Zeit mit 100 hier entlang cruise? Und darauf warte, dass die mich irgendwie schnappen? Die sind Highlight hier, die Cops ohne Kack. Wisst ihr was, Leute? Wir spielen jetzt Räuber und Gendarme, altklassisch auf der Autobahn. Ne? Ihr zwei Hübschen da. Guck auch ganz langsam hier rum. Damit ihr bloß gerafft kriegt, mir zu folgen. Hi. So, und jetzt spielen wir, wer kann das Gaspedal weiter runtertreten? Netter Versuch, net Respekt, muss ich schon sagen. Gut mitgebremst. So, mal gucken, ob ihr so gut im Gas geben seid wie im Bremsen. Warte auf deinen Kollegen gefälligst. So, dann können wir ja, ne? Da kommt er. Na, na, nicht vordrängeln. Nicht vordrängeln. So. Es geht los! Schade, ihr verliert das Spiel, würde ich sagen. Sind die blöd, die Bullen, ohne Scheiß. Da hätten sie sich echt sparen können hier. Das ist nicht so schlecht gemacht. Lau. So, möchte Mr. Outlaw uns nicht irgendwas sagen? Oder schreiben? Die Reifen sehen komisch aus, ne? Liegt aber einfach an den Grafiken. In der Garage sehen die ja nicht so kuchala aus. Dieser Outlaw-Spinner lässt sich ganz schön Zeit jedes Mal, ne? Bla 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 bla. Was hast du getan? Was du getan hast, reicht, damit wir uns treffen. Ich habe einen Lauf, den du mit mir probieren solltest. Oh. Ein Sprintrennen mit dem. Ich dachte, wir sehen den mal. Den Typ. Fordere jederzeit andere Fahrer raus. Das Gegenteil ist auch möglich, also sei bereit. Wie? Können die mich einfach herausfordern und ich kann nicht ablehnen? Hä? Ein verballerter Typ, ey. Die Bullen wieder, weißt du? So, bin mal gespannt. Was hat der denn für ein Auto?
Ernsthaft, ein Fair Lady? Wie hässlich. Fährt ein Fair Lady, der Typ. Würde mich wundern, wenn das ein echter Auto ist. Das ist bestimmt mal eine andere Kiste. Behämmert, ey. Also die Unfälle haben sie hier nicht so spektakulär gemacht. Der Meister hat schon wieder die Bullen am Arsch. Lol. Deswegen waren vorhin bestimmt die Sperren in Downtown. Irgendein Typ hat das Event gemacht. Mit einem Outlaw irgendeins. Und dann war Feier. Dann waren die Sperren halt da. BMW-Fahrer, immer die BMW-Fahrer hier. Ja, mal richtig präsent, die Bullen hier. Drei Stück läuft. Ich hab's denn eigentlich schon. Oh. Charger-Marsch. Oh, ich finde, die hätten einen anderen Charger nehmen sollen. Der ist voll die Vergewaltigung. Der sieht aus von vorne wie ein Charger, von hinten wie ein Challenger. Dass wir so viele Bullen ja im haben. Gib alles oder gib auf, hatten wir doch auch schon mal. Schneller als der Schall. Naja, haben die Bullen los oder müssen wir hier noch? Okay, du hast mich. Anfängerglück. Aha. Aha, da heult schon rum. Der heult jetzt schon rum, der Typ. Kate Tizzle. Die hätten einfach mal machen müssen, dass man Bullenwagen kaufen kann und Sirene anschalten. Das wird doch schon reichen. Dann könnte man hier ein bisschen den Bullen raushängen lassen. Mit den anderen Spielern. Ich glaube, das liegt an den Servern. Ich sehe im Moment auch keine Online-Spieler hier. Oh, holla. Ah. So. Drift hat schon oder was mit eingeladenen Cops. Ja, meinetwegen, können wir ja noch machen. Gut, das war's erstmal wieder für die Folge, meine Freunde. Jetzt werden wir auch noch berüchtigt, Most Wanted mit dem BMW ein zweites Mal in unserem Leben. Schon damals mit Need for Speed Most Wanted damit hingekriegt und jetzt nochmal. Das ist offizielle Onkel Street Racer Car jetzt hier. Ihr wünscht euch sicherlich auch mal ein anderes Auto fahren. Kann ich mir vorstellen. Keine Sorge. Natürlich könnt ihr bei Twitch vorbeischauen, wenn ich da mal einen Stream habe. Da fahren wir natürlich andere Autos. Ich werde auch noch viele andere Autos tunen, weil was soll man sonst mit dem Geld anstellen? Und ja. Zwischendurch werde ich auch wahrscheinlich ein paar Streams hier hochladen. Mal gucken, aber wir sind ja noch nicht durch mit dem Spiel. Mal gucken, was uns noch erwartet. Aber ist einfach, dieses Auto ist legendär, genial, es ist so geil.
Also dann, bis zur nächsten Folge, Freunde. Macht's gut. Und lasst ein Däumchen da, wenn ihr diese Karre auch liebt von damals noch. Also dann, haut da rein.